So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Haunted. Die letzte Folge war ja schon spannend. Hat uns einige Einblicke in die Geschichte gewährt. Und wir haben Oscar befreit, diesen kleinen Geist. Kann man den auch so holen? Oder geht das nicht? Nein, leider geht das nicht. Na gut. Aber wir sehen garantiert in dieser Folge sehen. Und ich würde sagen, wir stürzen uns dann mal ins zweite Kapitel. Die Leitermusik. Ich dachte schon, das geht nicht. So, unten kommen wir nicht rum. Leider wollen wir nicht wieder runter. Ein schweres, solides Kabel aus Stahl. Ja. Das vielleicht. Ich bin ein Pirat mit besonderen Fähigkeiten. Ich mache nicht jeden Unsinn mit. Dann müssen wir unten irgendwas finden. Womit wir da rüberkommen können. Ah, eine metallene Klammer. Eine Stahlklammer. Ich denke, davon habe ich erstmal genug. Ja, davon kann man nie genug haben. Ich trage auch immer 5-6 metallene Klammern mit mir herum, damit ich mich an Stahlreihen von einer Seite zur anderen. Bringen kann. Irgendwo hier muss sie sich doch verstecken. Ja, da hast du recht. Immer müssen wir die Drecksarbeit erledigen. Aber weißt du auch, wie sie darüber gekommen ist, Schlauberger? Ist er schizophren? Oder redet er nur mit sich selber? Also ja, ohne dass er schizophren. Dann lauf doch nicht weg. Verdammt! Du bist ja noch in einem Stück! Die Klinge war auch schon mal schärfer. Okay. Es war aber nicht die feine englische Art. Englische Art? Du sprichst mit William Wallace, dem gefürchteten schottischen Freiheitskämpfer. Und du hast gerade die schottische Art kennengelernt. Hunderte von Feinden habe ich erschlagen. Und besonders Engländer sind mir ein Gräuel. Die Schotten und die Engländer, ja. Also, ich lasse dich hier und dein. Nee. Oscar hat gesagt, du könntest mir etwas über ein Orakel erzählen. Oscar? Welcher Oscar? Na, ich. Herrje, du warst doch schon mal hier, du Knilch. Knilch? Ich bin ein großer Kapitän. Nennt man dich nicht Oscar den Kläglichen? Oscar den Schrecklichen. Dich allerdings könnte man ganz zu Recht William den Hässlichen nennen. Was? Wo ich herkomme, war ich ein Held und beliebt bei den Frauen. Wo du herkommst, müssen die Frauen ziemlich verzweifelt sein. Tja, die sind aber nicht zueinander. Erzähl mir mehr von dir. Was ist das mit der Orakel? Erzähl mir mehr von dir. Ich habe Dutzende von Schlachten geschlagen. Äußerst heldenhaft. Das allein verdient meine Anerkennung. Schließlich hat mich Lord Baskerville erwischt und hingerichtet. Seit diesem Tag spuke ich durch Londons Straßen.
Was ist jetzt mit dem Orakel? Naja, Orakel. Da hat der Kleine vielleicht etwas übertrieben. Ich habe nur gesagt, dass ich kein Wort von dem verstanden habe, was die Kerle gesagt haben. Verdammt. Er würde ja nicht mal verstehen, wenn sie nur vom Mittagessen reden würden. Sie nennen sich den Senat und befinden sich in einem verlassenen Theater. Ja, kannst du uns zu diesem Theater bringen? Oh. Niemanden bringe ich irgendwo hin. Ich habe selbst ernsthafte Probleme. Was denn noch außer der Frage, wie du ohne Gehirn bloß denken kannst? Gehirn? Ja, schon gut. Seht ihr das Kind da oben? Was macht es dort? Es ist schrecklich. Es ist ein Fan von mir. Ein Fan? Kaum vorstellbar. Willy, Willy, Willy. Ich werde Willy sehen. Hey, in Schottland bin ich berühmt. Ein Volksheld ohnegleichen. Ohnegleichen dämlich vielleicht. Naja, jedenfalls, die da oben hat mich verfolgt und mir meinen Schädel weggenommen. Willy, gleich bin ich bei dir. Ah, da haben wir das Problem mit dem fehlenden Gehirn lokalisiert. Was weißt du noch über sie? Sie redet unentwegt von mir. Hat alles über mich gelesen, sagt sie. Heimlich, unter der Bettdecke mit Kerze. Hat rausgefunden, wo ich gehängt wurde. Und hat meinen Schädel gefunden. Und jetzt ist sie sicher, dass es mich wirklich gab. Und will mich kennenlernen. Kann sie auch Geister sehen, was sie springt? Kann sie denn auch Geister sehen? Nein, kann sie nicht. Wenn sie mich also kennenlernen will, muss sie springen. Springen? Genau. Und ich habe sie ewig am Hals. Tja, wer würde nicht für seinen Star von der Puppe springen? Was passiert, wenn sie springt? Sie hat meinen Schädel dabei. Solange sie den hat, kann ich nicht von hier verschwinden. Und wenn sie sich da runterstürzt, werde ich vielleicht die Ewigkeit mit dieser nervenden Göre verbringen müssen. Wenn ich sie aufhalte, führst du mich dann zum Orakel? Ich kann dich sowieso nur zum Orakel führen, wenn ich den Schädel wieder besitze. Ansonsten muss ich hierbleiben. Keine Sorge, wir klettern darauf und holen den Schädel. Nur, wie sollen wir da bloß raufklettern? Tja, das ist eine gute Frage. Was haben wir da mit Blätten mit Briketts? Mit solchen haben wir zu Hause immer geheizt. Schade, kommen wir doch nicht anzünden. Ist ja ein Feuerzeug. Ist ja ohne was. Weil ich glaube. Ah. Guck mal da nicht mehr hin. Mensch, ist das schwer. Jemand mit viel Kraft müsste das versuchen. Okay. Ob William da was machen kann? Aber erstmal die Gasflaschen. Ich habe eine der Flaschen mitgenommen. Ja. Lass. Na los! Du wolltest doch da hochklettern und das verrückte Biest vom Sprung in die Tiefe abbringen. Ich war so oben eine Gasflasche mit mir rum. Immer in der Bodentasche parat. Weiß ja nie, wann man die braucht. Und hier hinten finden wir nichts. Der Knabe wohl nicht mehr. Ja, also hier Schändung von wie nennt man das? Grabschändung ist es ja nicht. Wie
Das heißt, Oscar könnte vielleicht... Das hört sich an wie eine Aufgabe für mich. Ja, guck mal. Genau. Und so hatte ich die heiße Lampe, extrem heiße Lampe, unter meinem Kleid versteckt. Ich will gar nicht wissen, wo. Ein Haufen Zement, der noch nicht mit Wasser vermischt wurde. Ein Schraubenschlüssel. Ich habe den Schraubenschlüssel genommen. Werkzeugfach? Ein Werkzeugfach. Aber ja. Jetzt passiert, glaube ich, das, was ich denke. Das geht einmal rum. Und ich muss auf der anderen Seite diesen Wasserhahn anputzen. Nee, doch nicht. Wow. Der Wagen ist gegen den Prellbock geknallt. Und ach, der Inhalt wurde rausgeschleudert. Wäre der Wagen noch schneller, dann würde seine Ladung bis aufs Gerüst fliegen. Das heißt... Ein Haufen Zement, der noch nicht mit Wasser vermischt wurde. Ein Haufen Zement, der noch nicht mit Wasser vermischt wurde. Eis können wir, sagen Kids, eventuell mit dem Helm. Zement. Der Helm ist voll mit Zementpulver. Ja. Trockener Zement hilft hier nicht. Trockener Zement hilft nicht. Das heißt, wir müssen mit Wasser vermischen. Ist ein Leiter, da kommen wir runter, oder? Ja. Yes. Schauen wir doch erstmal. Da. Oh, das ist ein klappriger Punkt, ne? Wer merkt es euch? Hier kann ich nichts aufschrauben. 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 Aber Oscar vielleicht? Das ist doch genau die richtige Aufgabe für mich. Müssen wir die Pets reinlegen. Solange das Wasser so hoch steht, kann ich nicht runtersteigen. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich. Na los! Du wolltest doch da hochklettern und das verrückte Biest vom Sprung in die Tiefe abbringen. Ja, aber ich brauche deine Hilfe. Die Schleuse ist offen. Die Themse. Mensch, ist das schwer. Jemand mit viel Kraft müsste das versuchen.
Also Oscar würde es nicht. Ich bin ein Pirat mit besonderen Fähigkeiten. Ich mache nicht jeden Unsinn mit. Das heißt. Na los, du wolltest doch da hochklettern und das verrückte Biest vom Sprung in die Tiefe abbringen. Aber das tut er nicht. Und wenn ich ihn den Grund sage. Trockener Zement hilft hier nicht. Hier kann ich nichts aufschrauben. Keine Experimente mit der vollen Gasflasche. Mensch, ist das schwer. Jemand mit viel Kraft müsste das versuchen. Keine Experimente mit der vollen Gasflasche. Warum nicht? Wow, wow, wow. Das sollte ich nur versuchen, wenn ich will, dass hier alles in die Luft fliegt. Ja, will ich auch. Mensch, ist das schwer. Jemand mit viel Kraft müsste das versuchen. Wieso setze ich mich da eigentlich rein? Geht das nicht? Alter Kopf? Nee, geht nicht. Das ist aber schade. Das ist sehr schade. Wow. Der Wagen. Und der. Wäre der Wagen noch schneller? Ja. Whisky? Was wohl der Trunkenbold dazu sagt? Oscar? Trinkst du eigentlich Whisky? Nein, natürlich nicht. Nur, wenn es gerade keinen Rum gibt. Haha, der Rum und ich, wir haben schon ganz schön was zusammen durchgemacht. Aber die Zeiten sind vorbei, seit ich ein Geist bin. Geister können nämlich keinen Alkohol trinken. Sie können gar nichts trinken. Ein Geist kann nur den Geist des Alkohols in sich aufnehmen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, aber sicher doch verstehe ich das. Da haben wir noch die Streichhölzer. Hier steht echte Sturmstreichhölzer. Ein tolles Souvenir vom Tower Bridge Richtfest. Und ich hätte noch gerne das Buch, aber das geht leider nicht. So, dann müssen wir schauen, dass wir... Dieser Teil der Brücke scheint beweglich zu sein. Na los! Du wolltest doch da hochklettern und das verrückte Biest vom Sprung in die Tiefe abbringen. Ja, aber ich brauche deine Hilfe. Nicht alle Probleme lassen sich mit Alkohol lösen. Streichhölzer sind kein Spielzeug. Alle. Trockener Zement hilft hier nicht. Zu hoch oben. Jemand hat da oben ein Seil befestigt, das wohl das Tor oben hält. Wenn es heruntergelassen wäre, könnte ich daran hochklettern und das Gerüst erreichen. Ja, wenn. Dieser Teil der Brücke scheint beweglich zu sein. Mensch, ist das schwer. Jemand mit viel Kraft müsste das versuchen. Nicht alle Probleme lassen sich mit Alkohol lösen. Keine Experimente mit der vollen Gasflasche. Ach. Mach ich doch wohl auch mal.
So, also eigentlich. Ich brauche doch eigentlich nur ein bisschen Wasser. Ich habe flüssigen Beton im Helm. Okay. Und da sie jetzt 3 Tonnen flüssigen Beton mit sich rumträgt. Reicht es, um die Lohre komplett zu füllen? Richtig? Hier würde der Zement nur umsonst trocknen. Nein. Aber dann hat er mehr Gewicht und kann doch. Würde der Zement nur umsonst trocknen. Oder muss ich den Zement da drauf? Wieso soll ich den da drauf kippen? Hier würde der Zement nur umsonst trocknen. Ich habe keine weiteren Fragen. Ja, ich glaube, das hat mir geholfen. Dann mal los. Schauen wir doch, ob wir das so schaffen. Hier ist nichts mehr. Wenn das Wasser so hoch steht, kann ich nicht runtersteigen. Hier oben ist nichts. Habe ich irgendwas übersehen? Ich will kaum den Beton aufs Schleusentor. Hier würde der Zement nur umsonst trocknen. Oder muss ich das hier lösen? Hier kann ich nichts aufschrauben. Ja. Hier kann ich nichts aufschrauben. Dann bleibt doch die Frage. Keine Experimente mit der vollen Gasflasche. Ja. Okay. William ist auch nicht bereit zu reden. Na los! Du wolltest doch da hochklettern und das verrückte Biest vom Sprung in die Tiefe abbringen. Dann schau ich jetzt mal hier. Ich dachte, dass wir das hier haben. Ach. Dieser Teil der Brücke scheint beweglich zu sein. Hier kann ich nichts aufschrauben. Hier würde der Zement nur umsonst trocknen. Bin ich da? Keine Experimente mit der vollen Gasflasche.
Ach. Das passt schon. Nicht alle Probleme lassen sich mit Alkohol lösen. Nee, aber viele. Kann ich hochklettern? Nee. Dieser Teil der Brücke scheint beweglich zu sein. Das heißt, ich muss hier... Hier kann ich nichts aufschrauben. Hier würde der Zement nur umsonst trocknen. Also meine erste Überlegung wäre irgendwie mit Ton. In die Lunge zu kippen, damit sie schwer ist. Und dann quasi da oben gegenfliegen. Jemand hat da oben ein Seil befestigt, das wohl das Tor oben hält. Aber? Von dort gelangt man auf das Gerüst. Aber ich komme da nicht ran. Die Themse. Ja. Timber. Die Schleuse ist offen. So, also ich sehe hier... nichts weiter. Daher nehme ich mal. Wie bekomme ich das Brückentorgitter nach unten? Schau dir mal die Lore an. Die könnte uns helfen. Hier habe ich doch. Aber die Lore ist viel zu langsam. Wir sollten sie etwas aufmotzen. Hier liegen doch überall Gasflaschen herum. Ach so. Ich denke, ich habe keine weiteren Fragen. Ja, ich glaube, das hat mir geholfen. Dann mal los. Ich dachte, wir dürfen nicht wieder Gasflaschen spielen. Zu machen. Aber anscheinend doch. Aber halt um eine Lore. Was ich natürlich nicht ausprobiert habe, weil tatsächlich es hieß, man soll damit nicht umspielen. Diese Kombination hat einiges an Potenzial. Ich habe sie dir schon geholt. Was soll ich jetzt noch damit? Diese Kombination hat einiges an Potenzial. Ich glaube, ich bin nah dran. Ach so, die Anzüge. Nicht schlecht. Durch den besonderen Antrieb wurde der Inhalt auf das Gerüst geschleudert. Würde jemand in die Lore klettern, könnten wir ihn damit auf das Gerüst schießen. Aber wer wäre denn so lebensmüde und würde da reinklettern? Ich habe mich zwar mal mit einer Kanone vom Schiff schießen lassen, aber dies hier ist ja was völlig anderes. Ich habe da so eine Idee. Ich habe eine der Flaschen mitgenommen. Na, entschuldige, wenn ich nicht gleich jedes Rätsel auf Anhieb
schaffe oder so jetzt, dass ich am Anfang die Gasflasche einmal ausprobiere und sie dann sagt, das ist gefährlich oder so, und ich es dann nicht weiter ausprobiere. Das hält tatsächlich. Aber na gut, so haben wir halt eine. Der Wagen ist gegen den Prep. Und der Inhalt. Das ist richtig schlecht. Will ich da auch nicht reinklettern? Ich könnte höchstens. Nicht schlecht. Durch den besonderen Antrieb wurde der Inhalt auf das Gerüst geschleudert. Würde jemand in die Lore klettern, könnten wir ihn damit auf das Gerüst schießen. Aber wer wäre denn so lebensmüde und würde da reinklettern? Ich hab mich zwar mal mit einer Kanone... Ich hab da so ein... Ja, aber der Geist ist... Das ist überhaupt nicht klappen. Das ist klar. In die Lore steigt. Geht raus. Der Flaschen mitgenommen. Na ja, zum Glück ja auch nicht. Ich Der Wagen und der Ja. Na, wo hast du die Gasflasche da dran? Das hält tatsächlich. Ja. Hier würde der Zement nur umsonst trocknen. Hier kann ich nichts aufschrauben. Gitter nach unten. Schau dir mal die Lore an. Die könnte uns helfen. Ja, hab ich. Jetzt brauche ich einen Freiwilligen für ein Himmelfahrtskommando. Also im betrunkenen Zustand habe ich ja schon so einiges gemacht, aber nüchtern auf keinen Fall.
Wie kann ich das Mädchen erreichen? Du musst die Umgebung dazu nutzen, um nach oben zu klettern. Dem Brückengitter könntest du hochklettern. Danach an dem Fensterrahmen. Ja. Ich denke, ich habe keine weiteren Fragen. Ja, ich glaube, das hat mir geholfen. Na los! Entzündung. Dieser Teil der Brücke scheint beweglich zu sein. Hier würde der Zement nur umsonst trocknen. Hier kann ich nichts aufschrauben. Dieser Teil der Brücke scheint beweglich zu sein. Die Schleuse ist offen. Hat denn Leo hier was zu erzählen? Na los! Du wolltest doch da hochklettern und das verrückte Biest vom Sprung in die Tiefe abbringen. Aber eigentlich könnte sich William hier. Es bringt nichts, weil er ein Geist ist. Solange das Wasser so hoch steht, kann ich nicht runtersteigen.
So, also ich werde jetzt mal einen Aufnahmestopp machen. Und ich verabschiede mich dann mal bis zur nächsten Folge 100. Und ich würde jetzt mal gucken, wie meine Welle kommt. Damit. Zu hoch oben. Nicht irgendwie hier 3 Stunden voll bin, wo ich hier noch rumlaufe. Und zu hoch für dieses Rätsel zu machen. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. 100. Tschüss.